So, gut, dann sind wir wieder mitten in der Diskussion von Merge Sort und jetzt hält uns niemand mehr auf. Jetzt können wir die Implementation von Merge nachliefern. Alle Vorüberlegungen dazu haben wir in dem letzten Video gemacht. Alle Invarianten, die uns wahrscheinlich so unterkommen werden. Einige werden wir jetzt noch entdecken, während wir hier die Implementation machen. Aber all diese grundlegenden Beobachtungen sind gemacht. Jetzt gibt es keine Entschuldigung mehr. Jetzt rollen wir hier in dem Code nach oben, um endlich das Visual Thinking loszuwerden und sehen hier, ja, hier ist tatsächlich schon vorbereitet die Implementation meiner Merge-Funktion. Was ihr hier oben in den Zeilen 19 bis 24 seht, das sind die Preconditions und auch die Postconditions der Merge-Funktion, die wir uns im letzten Video überlegt hatten. Was mich stört, ist das To-Do-Flag hier, diese Markierung. Die Implementierung fehlt jetzt nicht mehr. Okay. Alles klar. Ja, wir brauchen diesen temporären Scratch Space, ja, dieses den Platz in dem Array merged, um dort die Mischung der beiden Teilarrays, des linken und rechten Teilarrays herzustellen. Am Ende dieser Funktion merge werden wir dieses temporäre Array merge gleich wieder aufgeben. Okay, und wieder dem System überantworten. Und was genau an der Stelle passiert, das werden wir im letzten Video hier in dem Chapter 5 irgendwie besprechen. Aber zunächst brauchen wir den entsprechenden Platz. Also werde ich ihn mir hier entsprechend deklarieren und auch gleich definieren und allozieren. Okay, also wir werden ein Integer-Array brauchen, in dem wir das sortierte Array konstruieren werden. Und wir wollten dieses Integer-Array merge nennen. Okay, also dann werden wir das hier an der Stelle allozieren. Das wird ein Integer-Array sein. Wie viele Elemente wird das besitzen? Genauso viele Elemente, wie nachher die Mischung aus dem linken und rechten Teil-Array beitragen können. Das sind genau upper minus lower viele Elemente. Das ist genau die Länge des sortierten gemischten Arrays. Wenn ich beide Teil-Arrays zusammennehme in ihren Längen, dann ergibt sich hier genau die Länge upper minus lower. Okay. Okay, dann brauchten wir die Indexpositionen L ins linke, R ins rechte und M ins gemergte Teilarray. Okay, wir brauchen also die Integer-Indexpositionen. Also Indexes into the left bzw. right Array halves. Okay, und das wird mein Index L sein, der genau an der linken Grenze des linken Teilarrays starten wird. Das, die kenne ich, das ist die Lower-Grenze. Und ich brauche den entsprechenden Index ins rechte Teilarray, der an der unteren Grenze des rechten Teilarrays starten wird. Das kenne ich auch, das ist Mid. Okay, ja, dann brauchen wir noch einen Index, der uns in das Array der gemischten Elemente irgendwie zeigen wird. Index into the merged Array. Den wollten wir M nennen und der wird natürlich ganz links in dem Index 0 meines Arrays merged an der Stelle starten. Okay, damit habe ich wenigstens diese Dinge schon mal in der Hand. Das sieht gar nicht schlecht aus. Wenn ihr euch an die Diskussion aus dem letzten Video erinnert, jetzt beginnt eine Iteration, in der ich entweder die Indexposition L oder die Indexposition R jeweils weiterschalte. Ja, lass mich das mal in die Kamera halten. Hier, zack, zack. Entweder L oder R bewegt sich an der Stelle, bis wir jeweils entweder das Ende von unserem linken oder das Ende unseres rechten Teilarrays an der Stelle erreicht haben. Okay, ich denke, so eine Iteration werde ich hier an der Stelle mal vorbereiten. Ja, solange wir mit unserer linken Indexposition tatsächlich noch uns innerhalb des linken Teilarrays befinden, ist alles gut und wir können tatsächlich unsere Merge-Logik anwerfen. Gleichzeitig muss auch sich die Indexposition R noch innerhalb des rechten Teilarrays an der Stelle befinden. Okay, solange diese beiden Bedingungen noch gelten, solange kann ich sinnvoller Art und Weise die Elemente XSL und XSR anfassen und einen entsprechenden Vergleich herstellen, um dann zu entscheiden, welches Teilarray als nächstes beitragen darf zu unserer Mischung. Okay, hier wird sich dieser entsprechende While Loop finden. Lass uns gleich mal protokollieren hier, dass und zwar mit Hilfe von Loop-Invarianten, dass L und R jeweils innerhalb ihrer linken und rechten Teilarrays jeweils laufen. Okay, also das könnte ich mit einer Loop-Invariante irgendwie festhalten. Hier gibt es eine Loop-Invariante, die sagt, ja, L ist tatsächlich ein gültiger Array-Index innerhalb meines linken Teilarrays. Und darum ist das die entsprechende Bedingung, die wir an L stellen. Zack, 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 so sieht's aus. Okay.
Ups, hier fehlt das L. Alles klar, L kleiner gleich mit. So sieht's aus. Warum steht hier L kleiner gleich mit und nicht L kleiner mit, so wie das hier eigentlich die Bedingung unseres While Loops suggeriert? Ja, weil diese Loop-Invariante gecheckt wird, kurz bevor, direkt bevor der While Loop für die nächste Iteration entscheidet, ob er sich denn wird fortsetzen. Okay, und ja, tatsächlich, direkt bevor jetzt die gelb markierte Bedingung irgendwie getestet wird, könnte es tatsächlich sein, dass L die rechte Grenze unseres linken Teil-Arrays überschritten hat und L tatsächlich den Wert mild erreicht hat. Kleiner gleich mild. Okay, natürlich würde das die While-Schleife an der Stelle dazu veranlassen, die Iteration zu beenden. Aber durchaus im Check der Invariante könnte es sich durchaus eingestellt haben, dass L gerade das mild erreicht hat. Okay, ganz ähnlich sieht das aus für unsere Indexposition R an der Stelle. Ja. Das R bewegt sich als gültiger Array-Index zwischen mild und könnte tatsächlich Upper erreichen. Wenn Upper erreicht wird, wird der Loop entsprechend verlassen, aber es kann uns beim Check der Invariante tatsächlich passieren. Okay, das habe ich damit an der Stelle schon mal festgehalten und wir werden später irgendwie noch Nutzen aus diesen Loop-Invarianten ziehen können, wie wir sehen werden. Ja, dann würde ich jetzt sagen, wenn wir wissen, dass L und R gültige Indizes in den beiden Teil-Arrays sind, ja, und dann können wir auch den entsprechenden Vergleich anstellen, den wir in dem letzten Video besprochen haben. Wir könnten also tatsächlich checken, ob das aktuelle Element in dem linken Teil-Array und das aktuelle Element in dem rechten Teil-Array sich in dieser Art und Weise vergleichen. Okay. Sollte dieser Vergleich hier, sollte der tatsächlich wahr sein, dann kann das linke Teil-Array das nächste kleinere Element beitragen. Dann mache ich das. Dann werde ich in das Merge-Array, und zwar an die aktuelle Position M in meinem Merge-Array, werde ich tatsächlich das Element aus dem linken Teil-Array eintragen. Okay. Und nicht vergessen, wir würden jetzt das nächste Element in dem linken Teil-Array tatsächlich betrachten wollen und ersetzen darum hier unsere Indexposition L genau um 1 weiter. Alles klar. Ansonsten kann wohl das rechte Teil-Array das nächste Element in der Mischung irgendwie beitragen. Dann machen wir das an der Stelle. Die rechte Seite darf beitragen und in der rechten Seite werden wir den entsprechenden Schalter weiterstellen. Die Indexposition. Okay. Was ich auf jeden Fall weiß, egal, ob ich diesen Teil oder diesen Teil meiner bedingten Anweisung hier an der Stelle betreten habe, auf jeden Fall wurde ein Element in dem Merged Array eingetragen. Ein Element hat sich tatsächlich unten in der Mischung eingefunden. Darum ist es in jedem Fall angesagt, hier unsere Indexposition M an der Stelle weiterzuschalten. Okay, einfach um sicher zu gehen, dass das nächste Element in der Mischung sich hinter dem letzten Element in der Mischung wie einfindet. Okay, so, damit haben wir hier die entsprechende Maintenance unserer Indexposition L, R und M wie durchgeführt und tatsächlich stellt sich unsere Beobachtung ein, entweder wird L oder R weitergeschaltet, in jedem Fall wird M weitergeschaltet. Das ist eine Beobachtung, die wir gemacht hatten schon im letzten Video und die würde ich hier auch an der Stelle gerne festhalten. Ja. M advances once, when either, okay, entweder oder R sich fortbewegt haben. Okay, advanced. Okay, und das würde ich gerne in der Loop-Invariante festhalten. Und wir hatten uns die beim letzten Mal auf den Slides schon irgendwie angeschaut. Das ist eine Loop-Invariante, die dann wohl so laufen würde. So, vielleicht erinnert euch an die entsprechende Überlegung von der Slide aus dem letzten Video. Das ist die entsprechende Überlegung an der Stelle. Das sind die Schritte, die sich die linke Indexposition in dem Teil-Array bereits schon bewegt hat. Das ist die Anzahl der Schritte, die sich die in dem rechten Teil-Array schon irgendwie ergeben haben. Beide zusammengenommen ergeben mir die Indexposition und den Weg, den bisher die Indexposition M in meiner Mischung merged irgendwie zurückgelegt hat. Das muss übereinstimmen. Hervorragend. Okay. Was ich auch weiß, ist, dass das Resultat, das sich bisher in dem Merge Array eingefunden hat, tatsächlich sortiert ist. Ja, durch die entsprechenden Abfragen hier stellen wir sicher, dass sich tatsächlich
eine sortierte Mischung innerhalb unseres Merge Array einstellt. Ja, bisher haben wir nur die Indexpositionen zwischen 0 und m-1 entsprechend in dem Merge Array platziert, aber über die wissen wir auf jeden Fall, dass sich hier schon eine Sortierung eingestellt hat. Also eine weitere Variante, die sich an der Stelle ergibt, ist, dass sich schon eine Sortierung in dem Array Merged ergeben hat zwischen der Position 0 und der Position m-1. Genau das herrscht vor. Okay, und ich denke, das ist eine ganz gute Charakterisierung der Merge-Logik, die sich hier innerhalb dieses While-Loops, ich markiere nochmal, die sich hier an der Stelle irgendwie befindet. So, nachdem dieser While-Loop seine Arbeit beendet hat und wir tatsächlich hier, lass mich mal ein bisschen hochscrollen, hier in Zeile 53 irgendwie ankommen würden, nachdem dieser While-Loop seine Arbeit beendet hat, ja, dann ist entweder das eine, das linke, oder das andere rechte Teil-Array tatsächlich vollkommen abgearbeitet worden. Okay? Entweder das eine oder das andere konnte schneller abgearbeitet werden. Wenn ihr das Video 27, wenn ihr das Video 27 zurückschaltet, dann werdet ihr sehen, in dem Beispiel, das sich auf den Slides befindet, ist das rechte Teil-Array schneller abgearbeitet worden und hat sein letztes Element 10, was glaube ich, das letzte Element 10 beitragen können, bevor das linke Teil-Array seine Elemente 11 und 12 noch hat irgendwie beitragen können. Okay? Aber nach dem While-Loop ist entweder das linke oder das rechte Teil-Array tatsächlich vollkommen abgearbeitet worden. Und das ist etwas, was wir tatsächlich aus den Invarianten, ja, aus den Invarianten und auch aus der Bedingung hier unseres While-Loops tatsächlich ablesen können. Okay? Die Überlegung, die wir jetzt gerade gemacht haben, ist einfach korrekt. Und das würde ich euch gerne hier an der Stelle noch kurz zeigen. Ich gehe mal zurück auf meine Papercam hier. Und ja, wenn wir den While-Loop verlassen haben, wenn wir den While-Loop verlassen haben, dann, und ihr wisst, wie die entsprechende Bedingung in unserem While-Loop irgendwie formuliert war. Entweder galt so L kleiner mit oder R ist kleiner upper. Okay. Das ist die Bedingung, unter der unser While-Loop wieder betreten wird und die nächste Iteration ausführt. Offensichtlich, wenn wir uns hinter dem While-Loop befinden und den While-Loop verlassen haben, ist offensichtlich, dass diese Bedingung gerade nicht gilt. Okay? Das hier ist das C0-Symbol oder in allen C-Sprachen das Symbol für die boolesche Negation. Okay, also offensichtlich, hinter dem While-Loop gilt ganz sicher diese Bedingung nicht. Okay? Die könnte ich umformen und jeweils die beiden Teile dieser Konjunktion jeweils negieren und dann hier diese Konjunktion zu einer Disjunktion umschreiben. Das ist das De Morgan'sche Law. Okay, also hier diesen Teil der Konjunktion zu negieren, das würde bedeuten, L ist größer gleich mit oder De Morgan'sche Law, R ist größer gleich upper. Also, wenn ich den While Loop tatsächlich verlassen habe, dann muss doch lass mich das L hier mal ein bisschen besser darstellen, damit es irgendwie mehr nach L aussieht. Okay, dann ist offensichtlich eine von diesen beiden Bedingungen hier eingetreten. Entweder L hat tatsächlich seine Grenze in dem Array erreicht oder R hat tatsächlich die rechte Grenze in seinem Teil-Array erreicht. Okay. So viel wissen wir auf jeden Fall schon mal. Was wir aber auch wissen, sind die Loop-Invarianten, die wir in unserem While-Loop aufgezeichnet haben. Und wir wissen, dass diese Loop-Invarianten immer gelten. Sogar bis zu kurz vor dem Zeitpunkt, wo der While-Loop verlassen wurde. Ich gehe nochmal zurück auf unser C-File hier. Okay, alles klar. Die Loop-Invarianten, die mich jetzt hier an der Stelle interessieren, sind vor allem die hier. L kleiner gleich mit und R kleiner gleich upper. Okay, diese entsprechenden Bedingungen, die ich jetzt hier gerade noch mal eben gerade gelb markiert habe, die gelten ebenfalls. Okay, also die Beobachtung, die wir eben gerade auf dem Blatt Papier gemacht haben, die gelten, aber diese hier, die jetzt gerade eben gelb markierten, die gelten ebenfalls. Das sind Loop-Invarianten, die immer gelten, selbst dann, wenn wir den Loop an der Stelle jetzt gleich verlassen werden. Okay, dann nochmal zurück zum Papier. Also, L größer gleich mit zusammen, ja, zusammen mit der Invariante L ist kleiner gleich mit
Diese beiden Dinge zusammengenommen, sagen mir, L ist gleich mit. Um diese beiden Bedingungen tatsächlich gleichzeitig werden zu lassen, kann es nur sein, dass L gleich mit ist. Und auf der rechten Seite sieht das ganz genauso aus. Ich weiß auf jeden Fall, dass R kleiner gleich upper ist, aus der entsprechenden Loop-Invariante meines While-Loops. Diese beiden Dinge zusammengenommen sagen mir, hey, es kann nur der Fall sein, dass R gleich upper ist. Es kann gar nicht anders sein. Hier zwischenstand ein Disjunktionssymbol. Entweder L ist gleich mit oder R ist gleich upper. Das ist auf jeden Fall an der Stelle irgendwie eingetreten. Tatsächlich gilt diese entsprechende Gleichheit hier für eine der beiden Array-Index-Positionen, die wir irgendwie mitgeführt haben während unserer Merge-Operation. Okay, alles klar. So. Dann werde ich jetzt hier zu meinem Code zurückkehren. Und noch die Restarbeit verrichten. Die Restarbeit, die wir uns schon im letzten Video überlegt haben. Die Restarbeit, die uns an der Stelle einfach anfällt, weil ja die Arrays nicht synchron abgearbeitet wurden und eines der Arrays, zum Beispiel das rechte Array, seine Elemente beitragen könnte, bevor es das linke irgendwie tun konnte. Okay, also. Wir werden einfach unsere Beobachtung hier in Kommentare und in Conditions gießen. Okay, also entweder die linke oder die rechte Seite, die wurde komplett gescannt, die andere dann wahrscheinlich nicht. Also entweder tatsächlich ist die rechte oder die linke Seite tatsächlich voll gescannt worden. Das weiß ich hier an der Stelle. Okay. Ja, dann, weil ich das weiß, kann ich diese restliche Arbeit, die jetzt noch zu verrichten ist, die restlichen Elemente aus meinem linken Teil-Array in das Merge-Array zu bewegen, die kann ich darum auf besonders einfache Art und Weise irgendwie formulieren. Lass mich da diesen entsprechenden Code beginnen und dann können wir gleich drauf schauen, ob das an der Stelle tatsächlich Sinn macht. Okay, also hier kümmere ich mich um das linke Teil-Array. Ich kümmere mich um das linke Teil-Array. Das linke Teil-Array, ich nehme an, dass es an der Stelle tatsächlich noch Elemente beizutragen hat. Ja, dann werde ich sie eben entsprechend die restlichen Elemente aus dem linken Teil-Array in das Merge-Array übertragen. Und genau das mache ich hier an der Stelle. Ja, ich weiß, die aktuelle Position im Merge-Array, die ich beschreiben kann, ist M. Ja, ich habe aus dem linken Teil-Array noch Elemente beizutragen. Ja, hier bitte das nächste und auch in dem Merge-Array das nächste Element beschreiben beim nächsten Mal. Das wäre die entsprechende Logik, die ich hier zu implementieren habe. Okay. Und ja, natürlich gelten hier wieder die entsprechenden Beobachtungen über unsere Indexposition L. Unsere Indexposition L wird weiterhin ein gültiger Index innerhalb meines linken Teilarrays sein. Also das kann ich hier mit einer entsprechenden Loop-Variante irgendwie ausdrücken, eine Loop-Variante, die wir schon gesehen hatten. Ja, L wird weiterhin in den Indexgrenzen meines linken Teilarrays leben. Okay. Und weiterhin wird gelten, dass sich das M weitergeschaltet hat. Das M wird sich weitergeschaltet haben. Und zwar um genauso viele Elemente wie das linke plus das rechte Teil-Array irgendwie beitragen konnten. Das ist die Loop-Invariante, die wir eben gerade schon in unserem Loop hatten. Ich glaube, die kann ich einfach kopieren, zusammen mit Ihrem Kommentar hier an der Stelle. Die gilt weiterhin. Ja, L verändert sich, M verändert sich, R verändert sich überhaupt nicht, aber in dieser Schleife. Aber tatsächlich diese Beobachtung, ja, dass M tatsächlich um so viele Elemente weitergeschaltet wurde, wie das linke und das rechte Teil-Array beitragen können, die gilt natürlich weiterhin. Okay, damit wäre das linke Teil-Array mit seiner Restarbeit irgendwie behandelt. Ja, das gleiche müsste ich eigentlich für das rechte Teil-Array machen. Und das werde ich einfach hier hintermachen. Okay. Alles ist total symmetrisch hier an der Stelle. Jetzt darf das rechte Teil-Array entsprechend Elemente beitragen. Und entsprechend die Indexpositionen werden weitergeschaltet. Damit ergeben sich natürlich hier auch die Loop-Invarianten, die wir beobachtet haben. Also die untere Loop-Invariante gilt auf jeden Fall. Diese Loop-Invariante, das wird eine Aussage über den Array-Index R, der hier die Grenzen des rechten Teil-Arrays nicht verlassen wird. Okay, ganz hervorragend.
So sieht's aus. Das sind die beiden Loops, die ich benötigen würde, um die restlichen Elemente beizutragen und so das Array merged aufzufüllen. Und was so ein bisschen komisch aussieht, ist vielleicht, dass ich einfach diese beiden While-Loops hier hintereinander platziert habe. Okay, und das sieht aus, als ob ich davon ausgehe, dass ich sowohl aus dem linken als auch aus dem rechten Teil Array-Elemente beizutragen habe. Und das ist sicher nicht der Fall, denn eines der beiden Teil-Arrays wird tatsächlich irgendwie schon während des Merge-Vorgangs selber irgendwie voll abgearbeitet worden sein. Okay, das ist aber gar kein Problem, den Code hier so anzuordnen, weil uns diese Zusicherung sagt, hey, entweder L oder R. Entweder L oder R haben tatsächlich schon ihre entsprechende rechte Grenze hier erreicht. Und entweder L oder R haben einen Wert, die dazu führen wird, dass entweder dieser While Loop oder dieser While Loop niemals betreten wird. Nehmen wir an, es gilt, L ist gleich mid. Okay. Ja, dann würde dieser While Loop hier an der Stelle niemals betreten werden. Okay, wir würden diesen While Loop nicht betreten. Es gibt nämlich aus dem linken Teil-Array keine anderen Elemente mehr zu kopieren. Wir würden nur den rechten Loop hier an der Stelle ausführen und würden tatsächlich genau das Richtige machen. Sollte R gleich Upper gelten, okay, ja, dann haben wir keine Aussage über L getroffen. Wahrscheinlich würde hier tatsächlich Kopierarbeit aus dem linken Teil-Array geleistet werden. Aber hier, diese entsprechende Loop würde niemals betreten werden. Wenn R gleich Upper ist, ist diese Bedingung von vornherein nicht erfüllt. Ja, und wir würden hier an der Stelle überhaupt gar keine Kopierarbeit leisten. Genau, wie es denn tatsächlich sein muss. Okay, also, hier erlaubt uns diese Zusicherung, die wir uns überlegt haben, tatsächlich eine einfachere Struktur des Codes. Und wir können die beiden Copy Loops einfach hintereinander setzen. Einer von den beiden Loops wird ein No-Op sein, wie man so schön sagt. Eine Operation, die wir hier in dem Code zwar hinterlassen haben, aber die zur Laufzeit überhaupt gar keinen Aufwand irgendwie generieren wird. Okay, so, damit bin ich an der Stelle fast durch. Ich muss nur noch daran denken, dass sich die Elemente meines gemischten Teil-Arrays sich in dem Array Merged eingefunden haben. Mein Ergebnis möchte ich aber gerne in dem Array XS darstellen. Ich will den Situ operieren und mein Aufrufer soll sich darauf verlassen können, dass sich die Elemente innerhalb des Arrays XS tatsächlich irgendwie gemischt haben. Ja, also würde ich einfach hier einen relativ einfachen Copy-Loop anhängen. Ich werde Copy Merge Back into Original Array. Und zwar in diese Indexposition zwischen Lower und Upper minus 1. Genau dort müssen sich die Elemente aus Merged einfinden. Und genau so viele Elemente wie hier in diesen Teilbereich von XS passen, genauso viele Elemente befinden sich auch in Merged. Das ist eine einfache Klamotte. Ich werde also von. Oh, da sollte eine Null stehen. Genauso viele Elemente befinden sich in dem entsprechenden Merged Array und werden auch in dem entsprechenden Bereich von XS Platz finden. Das wird ein I++ hier werden an der Stelle. Ich habe eigentlich in diesem Loop nicht viel Arbeit zu leisten. An die Stelle XS Lower plus I, da wird das Element aus Merged I eingetragen werden. Und das ist genau das, was ich hier in diesem Copy Loop durchzuführen habe. Ich kann mich noch darüber an der Stelle versichern, dass hier in einer Loop-Invarianten, so, dass dieser hier berechnete Index Lower plus I tatsächlich ein gültiger Array-Index ist innerhalb dieses Teil-Arrays, innerhalb dieses Teil-Arrays, das ich jetzt gleich beschreiben werde. Also Lower plus I wird tatsächlich immer oberhalb von Lower liegen, ja, vielleicht Lower gleich treffen. Und Lower plus I wird tatsächlich unterhalb von Upper liegen und tatsächlich über das Teil-Array, das wir zu beschreiben haben, nicht hinausgehen. Okay, das war's dann aber auch. Jetzt ist tatsächlich unsere Arbeit aus dem Merged Array kopiert worden in das Original Array XS. Wir operieren in Situ. Zu diesem Zeitpunkt hier, lass mich das mal an der Stelle nochmal markieren, zu diesem Zeitpunkt hier im Code, hier an der Stelle, wo ich jetzt gelb markiert habe, hat das Merged Array seine Schuldigkeit getan und könnte durch das System abgeräumt werden. Niemand interessiert sich mehr für das Merged Array. Tatsächlich passiert auch genau das und ich habe jetzt schon dreimal darauf hingewiesen, genau das werden wir ganz kurz besprechen, wenn wir uns dem letzten Video hier in diesem Chapter 5 widmen. So, damit ist die Reise durch die Merge-Funktion vorbei.
Okay, das ist der Code, der sich hier an der Stelle ergeben hat, angereichert mit Loop-Invarianten und Insertions, die uns eigentlich sicherstellen sollen, dass hier genau das passiert, was wir uns in den letzten Videos auf den Slides überlegt haben. Alles klar. Natürlich können wir dieses Chapter nicht beenden, ohne Merge-Sort auch tatsächlich zum Fliegen zu bringen und uns auch zu überlegen, Mensch, wie wird sich Merge-Sort eigentlich auf richtig großen Arrays verhalten? Die asymptotische Komplexität von Merge-Sort, die werden wir uns in dem nächsten Video natürlich überlegen und dann natürlich auch einen Benchmark mal laufen lassen, um zu schauen, dass der ganze Aufwand hier sich auch tatsächlich gelohnt hat. Freue mich schon drauf. Haut rein, vielleicht seid ihr dabei beim nächsten Mal. Ciao. Bis dann. Ciao.